beide Seiten argumentieren mit ihrer Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Es ist sehr, sehr interessant. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Die eine Seite sagt, wir müssen die Liebe zeigen, indem wir in dieser Zeit an den Propheten sallallahu alaihi wa sallam erinnern und an seine Geburt und uns freuen und die Freude zum Ausdruck bringen. Und die andere Seite argumentiert und sagt, wir müssen das tun, was er salawatu rabbi wa salamuhu alayhi getan hat, nämlich gar nichts zu dieser Zeit. Und das ist die wahre Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Sehr interessant, wie unterschiedlich argumentiert wird. Aber alle sind sich über eines einig. Über was? Wir müssen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam lieben. Und das ist das, was uns eint. Und ich glaube, das ist das, was wichtig ist. Uns eint die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Lasst uns nicht immer über das sprechen, was uns trennt, sondern lasst uns über das sprechen, was uns eint. Wir heben viel zu häufig die Dinge hervor, über die es Streitigkeiten gibt. Aber vergessen all die Dinge und Grundlagen und Grundfesten und Fundamente, die uns einen. Die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam eint uns. Wir argumentieren unterschiedlich. Das sind unterschiedliche Sichtweisen. Und für jede der Positionen gibt es große Persönlichkeiten, welche diese Meinung vertreten. Meint ihr, wir werden heutzutage hier eine Lösung für finden? Bei Allah nicht. Es wird immer Leute geben, die den Maulid feiern werden. Und es wird immer Leute geben, die sagen werden, das ist nicht die Sunna. Aber über eine Sache sind wir uns einig, wir lieben alle den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und das ist das, worauf es ankommt. Und wir versuchen uns gegenseitig zu entschuldigen in den Bereichen, wo wir uns uneins sind. Und einigen uns darauf, wir müssen den Propheten lieben. Und die wahre Liebe liegt nicht daran, dass ich einfach nur einen Vortrag halte oder ein Büchlein lese oder ein bisschen weine oder ein paar Salawat mache am Tag der Geburt unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, sondern die wahre Liebe besteht darin, dass ich meine Liebe unter Beweis stelle. Die wahre Liebe besteht darin, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wirklich in meinem Herzen ist und nicht auf meiner Zunge. Für viele ist der Maulid nichts anderes als was? Als eine Beglückwünschung. Aber diese Liebe äußert sich nicht in ihrem Alltag. Und dementsprechend, meine lieben Geschwister im Islam, diese Zeit des Monats Rabi' al-Awwal, wo sich die Gelehrten einig sind, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in jedem Fall im Monat Rabi' al-Awwal geboren wurde, daran besteht kein Zweifel. Es gibt nur Meinungsverschiedenheiten darüber, an welchem Tag er konkret geboren wurde. Viele und meistens sind die Veranstaltungen am 12. von Rabi' al-Awwal. Ja, aber es gibt auch noch viele andere Überlieferungen. Aber alle sind sich darüber einig, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in jedem Fall in diesem Monat geboren wurde. Unsere Aufgabe ist es jetzt, meine lieben Geschwister im Islam, dass wir noch einmal uns darüber Gedanken machen, was heißt es eigentlich, unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu lieben. Sagt nicht unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, meine lieben Geschwister im Islam, sagt nicht unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass keiner wahrhaftig glaubt, bis er ihn nicht mehr liebt als alles auf dieser Welt, mehr als seine Eltern, mehr als seine Kinder, mehr als alle Menschen, ja mehr als sich selbst. Wie es aus der schönen und bekannten Überlieferung bei Al-Bukhari von Umar ibn Khattab radiallahu anhu wa arda hervorgeht. Als er zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kam und sagte, Ya Rasulallah, anta la ahabbu an-nasi ilayya illa nafsi. Du bist der Mensch, den ich am meisten liebe, außer mich selbst. Mich liebe ich mehr. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm sagte, La ya Umar, nein, O Umar, hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Also du wirst erst dann wahrhaftig glauben, bis du mich mehr liebst als dich selbst. Und Umar ibn Khattab kurz nachdachte und zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam sprach,
Al-ana ya Rasulallah. Jetzt, o Gesandter Allahs. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwiderte, Al-ana ya Umar. Jetzt, o Umar, hast du den vollkommenen Glauben erlangt. Jetzt, o Umar, bist du ein wahrhaftiger Mu'min. Das ist die Grundlage, über die wir uns alle einig sind als Muslime. Keiner wird glauben, bis nicht er, sallallahu alaihi wa sallam, ihm lieber ist als alles auf dieser Welt, als alle anderen Menschen, außer als Allah subhanahu wa ta'ala. Weil die Liebe zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, ist ein Teil der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ganz wichtig. Also die Liebe zum Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, ist abhängig von was? Von der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Während Allahs Liebe oder die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala die einzige Liebe ist, die von nichts abhängig ist. Die ursprüngliche Liebe. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran folgendes: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Und unter den Menschen gibt es welche sich neben Allah Partner nehmen, die sie genauso lieben wie Allah. Und dann sagt Allah Ta'ala über die Gläubigen, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Aber diejenigen, die glauben, lieben Allah über alles. Ja, sie lieben Allah über alles. Und deswegen, die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ist nach der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala die stärkste Liebe im Herzen eines Mu'mins. Und wie äußert sich das? Was heißt das denn, dass ich den Propheten mehr liebe? Ich meine, ist das nicht eine sehr abstrakte Liebe? Nein, ist sie nicht. Sie äußert sich. Wie äußert sie sich? Sie äußert sich darin, dass ich gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam keinen anderen Menschen bevorzugen würde. Das heißt, selbst wenn mein eigener Vater, meine eigene Mutter von mir etwas verlangt, was eindeutig gegen das spricht, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von mir verlangte, dann werde ich was befolgen? Das, was meine Eltern von mir verlangen? Oder das, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam von mir verlangte? Wenn ich den Propheten mehr als alles liebe, dann werde ich das tun, was er gesagt hat. Und nicht das tun, was die Menschen zu mir sagten, die ich eigentlich so von den Menschen, die jetzt anwesend sind, am meisten liebe, nämlich meine Eltern. Das ist der Unterschied. Und das ist der Maßstab. Ich stelle den Propheten sallallahu alaihi wasallam über alles. Er ist mein Maßstab, nicht meine Eltern, nicht die Gesellschaft, nicht die anderen Menschen. Und wenn das der Fall sein sollte, dann sei dir sicher, wirst du etwas in deinem Herzen verspüren, was du nur dann verspüren wirst. Nämlich eine Süße. Eine Süße des Glaubens. Ein Glücksgefühl.